Grüß Gott und willkommen bei Konrad Seidels Bier der Woche. Ich beginne das ja gerne mit einem Prost und das Bier, das wir heute haben, Mongoso, das heißt Prost in irgendeiner afrikanischen Sprache, ich weiß nicht in welcher. Ich werde jetzt auch nicht versuchen, in irgendwelchen afrikanischen Sprachen zu sprechen, sondern ein bisschen was über das Bier zu erzählen. Da steht nämlich drauf. Mongoso Premium Pilsner. Also das kann man sich vorstellen, ungefähr was das für ein Bierstil sein wird. Fair Trade, Organic, Gluten-Free. Von hinten her also glutenfrei, glutenfrei, also frei von Klebereiweiß, das ja bei Zöliakie-Patienten ein Problem darstellt. Organic, also das ist Bio-Bier, wie man bei uns sagt. Und Fair Trade, na, ich weiß nicht genau, was man alles in der Landwirtschaft fair handeln kann, aber in dem Fall weiß ich es, weil in dem Fall handelt es sich um fair gehandelten Reis. Dieses Bier enthält nämlich in der Schüttung, also in der Zusammensetzung der verwendeten Getreide, nicht nur Gerste bzw. Gerstenmalz, der Klebereiweiß dann entzogen wird, sondern auch noch Reis. Ungefähr 40% der Schüttung hier sind Reis. Man hat ganz gesehen, dass das also ein ganz leichtes Zischen nur gegeben hat, aber das Bier sprudelt schön ins Glas hinein, sehr, sehr hell, sehr ganz klarer weißer Schaum. Ja, so ein helles Goldgelb. Ganz feine Perlage. Wenn man dran riecht, ganz ein feiner Hopfen da. Ja, so ein Hauch. Bisschen Zitrusnote, bisschen so grünes Gras, bisschen eben wie wenn ich eine Hopfendolde ganz frisch zwischen den Fingern habe. Wir trinken an, bekommen den erfrischenden Eindruck, den dieses Bier gibt. Also für einen Pilsner, unter uns gesagt, ist es eigentlich sehr, sehr wenig gehopft. Man muss ja sehen, es gibt ja viele Interpretationen des Pilsstils. Dieser würde, obwohl das Bier ja einen afrikanischen Namen hat, in Belgien gebraut ist, aber vom Stil her würde ich sagen, das sind so die pazifischen Pilsnerbiere, also die Biere, die in den asiatischen Ländern gebraut werden, die sind eben mit dieser leichten Hopfung, haben ein schönes Aroma, aber wenig bittere. Sehr erfrischend und das, was das Tolle an dem Bier ist, der Reis, ja, der gibt dem eine gewisse Spritzigkeit. Sehr, sehr schlank zu trinken. Man würde also von dem Bier einfach weiter trinken wollen. Können wir nicht. Wir müssen ja schauen, dass wir für die nächste Woche auch wieder fit sind. Aber wir können uns überlegen, was wir mit diesem Bier genießen können. Mein Tipp, schon gesagt, asiatischer Pilsstil, Sushi. Ideales Bier für Sushi, weil es eben nicht sehr bitter ist und sich wundervoll trinkt. Habe ich schon gesagt, es ist zum Weitertrinken Mongoso. Das heißt angeblich Prost. Und dann schauen wir, was wir nächste Woche haben.